was fun. Also ihr Lieben, das muss ich leider wieder rausschneiden. Ich habe gerade, falls es euch interessiert, den Film Meltdown gesehen. Also der, an dem Michael mitgearbeitet hat. Wenn ihr den sehen wollt, dann einfach in der Videobeschreibung den Link anklicken. Ich habe euch das, wie auch beim letzten Kinobesuch, natürlich reingepostet. Ihr könnt ihn euch also ohne Probleme anschauen, nur leider nicht bei mir. Ich habe da einfach Angst wegen den Rechten, dass es irgendwie Probleme macht. Naja, ansonsten in der Videobeschreibung findet ihr den. Ist also kein Problem. So, ich soll ihn, glaube ich, nach Hause bringen. Er hat keinen Bock mehr. Was ist denn, wenn ich einfach trotzdem mit ihm in den Stripclub fahre? Meckert er dann? Mal gucken. Na, jetzt fahre ich gerade doch falsch. Also da vorne links. Nee, Drinks wollte ich nicht holen. Ich wollte gerade in den Stripclub fahren, mein Lieber. My boy Frank, good to see you. Fantastic, I'm home. Also er geht schon vor. Er kennt sich hier anscheinend schon aus. Ja, hallo Wade. Bist immer noch hier? Und Michael hat hier also Spaß, guckt sich die Frau an. Ja, ist egal. Komm, wir gehen wieder. Ich wollte das nur machen, weil ich das machen soll. Ich weiß auch nicht, ob ich das überhaupt machen muss. Ich denke ja nicht. Mal gucken. 88%. Doch, ich glaube, wir haben bei Verschiedenes jetzt einiges dazu bekommen, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Na, dann können wir mit dem ja auch noch... Warte mal, was steht noch auf der Liste? Also Stripclub. Kino und Bar waren wir. Dann gibt's noch Darts, Golf und Tennis, was wir machen sollen. Dann gehen wir doch einfach mal mit ihm in eine Runde Tennis spielen. Und zwar wo? Wird mir gar nicht angezeigt auf der Karte. Da oben ist Dart. Ja gut, aber Darts können wir zumindest spielen, aber das ist halt weit weg. Aber das, ja, machen wir halt das. I'll tell you what, F. We got through it. It was close, but we made it. For sure. I mean, shit. We were real lucky there. We should have never managed that. That was crazy. I mean, even by my standards. Certainly crazy by mine. So, ich, Ich werde jetzt nicht viel quatschen, wir fahren einfach da in Richtung Darts. Das ist natürlich ein weiter Weg, aber mit dem Auto und mit Franklins Spezialfähigkeit sollte es trotzdem relativ schnell machbar sein. Vor allem voll getuned ist er, glaube ich, sogar einer der schnellsten Wagen im Spiel. Insofern... easy peasy, kein Problem. Und ich weiß gar nicht, ich muss ja einmal Darts normal spielen und einmal mit einem Freund. Die Frage ist, wenn ich das jetzt mit ihm spiele, ob das dann direkt doppelt zählt quasi. Das muss ich auf jeden Fall mal vorher gucken dann.
Das könnte nämlich tatsächlich sein, dass das direkt zweimal zählt. Was macht der denn da? Lol, steht auf einmal quer. Habt ihr das gesehen? Lebensmüde, der Typ. Gut, Michael ist auch lebensmüde, mit mir Auto zu fahren. Oh, ich glaube, ich hätte abbiegen müssen. Oh, nee, ist richtig. Auf jeden Fall haben die ein paar spaßige Stunden. Wir sind ja jetzt schon relativ lange mit ihm unterwegs. Okay, ich glaube, wir sollen hier... Oh, hallo Polizei. Ja, ich bin... ich halte mich an das Geschwindige. Ich halte mir das Tempo. Keine Sorge, ich habe mich ganz fein ans Tempolimit gehalten. Ich war tatsächlich noch nie Dart spielen in GTA 5. Das werden wir jetzt also zum ersten Mal erleben. Sogar hier beim Pisswasser schuppen. Hallo Jungs. Alles gut? Never mess with me. Sometimes I drink until I can't feel my legs. So Michael, dann komm. Wirf deine Darts auf die nummerierten Segmente der Dartscheibe, um deinen Punktstand von 301 auf 0 zu. Gezielt wird mit L, geworfen mit X. Na, das sollte ich doch gewinnen. Du kannst einmal pro Runde dein Zielkreuz stabilisieren. Halte dazu R2 gedrückt, der Effekt hält allerdings nicht lange an. Im äußeren Ring werden die Punkte verdoppelt. Im inneren Ring werden die Punkte verdreifacht. Der äußere Bereich in der Mitte der Dartscheibe bringt 25 Punkte, das Bullseye im Zentrum 50. Der Dart zum Sieg muss im äußeren Ring oder im Bullseye landen. Muss er das? Ist mir neu. Was? Wir spielen 1. 1. Spiel starten. I'm warning you. I got a magic elbow. Bam! Bam! That was pretty awful. Also ich fand meine gar nicht so schlecht. You killing it, man. Lol, und er hat einfach mal besser geworfen. Ja, ich meine, hier die 20er bringen wahrscheinlich sogar am meisten. Well done. Really. Well done. Ich glaube, der macht mich fertig, oder? Zack, schon wieder ins Rote. Lucky ass nigga. Lucky ass nigga. Oh Gott, das ist ja schlimm. Einen Punkt habe ich da oben geholt. You're shit and you know it. Lol, das war ja mal mega schlecht. Aber er wirft immer an dieselben Stellen, ne, der Michael? Are you ever gonna miss? Ich finde es aber auch verdammt schwer, damit zu treffen. Bullseye. Ja, nee, ich muss ja fünf. Das bringt ja nur 50. Zu einem Bust kommt es, wenn der Punktestand auf 1 oder unter 0 gebracht wird. Oder wenn er ohne Double Out auf 0 gebracht wird. Ein Bust beendet die Runde. You're really sort of pathetic, aren't you? Nee, Michael macht mich fertig. Das ist schlimm. Ah, don't Verlierer. Nee, Revanche. Komm, das will ich jetzt gewinnen. Zack, Bullseye, Nigga. Ah, sorry, darf ich ja nicht sagen. Da werde ich wieder angeflammt. Aber ich spiele nur mal gerade als Franklin. Dann denke ich auch so. Na, die waren doch schon mal super. Guck mal, wie mittig die alle waren. Einfach mal 100 Punkte gemacht. So, und jetzt kommt er und was macht er wieder? Zack, auch wieder so viel. Also der ist echt, der Michael, der geht ab, du. Shit. Der wirft immer dahin, Mann. Yay!
wirf jetzt auch mal dahin. Zack. Und? Ja, siehst du, 100 Punkte. Weil die 20er halt so viel bringen. Aber er haut da wieder... Oh Gott. Michael geht so ab, ey. Oh lol. Und dann verzieht es auf einmal so. Noch 12. Mal gucken, was er jetzt macht. That's ugly, man. Ich verstehe aber noch nicht so ganz, wie ich das jetzt beenden soll. Wenn ich 12 machen soll. Oh, shit. You're going bust. Ach so, ich muss das jetzt damit beenden. Man, I love me mit dem some Treffer darts. Im äußeren Ring oder einem Bullseye. Die Frage ist, was ist einfacher? Ach Gott. Und er schafft's, oder? Aaron shit right there, homie. Nee. Unlucky, you're bust. Hä, was, wo muss ich denn jetzt wirklich treffen? Ich verstehe das, ich verstehe die scheiß Regeln nicht, Mann. Ich, für mich ist Darts einfach, man wirft, sagen wir mal, jeder wirft 5 Mal. Und wer halt die meisten Punkte hat, der hat gewonnen. So, aber die haben irgendwelche komischen Regeln mit dem Bust und man muss das irgendwie da ganz komisch in den äußeren Kreis oder was? Das sind Regeln, die sind mir komplett neu. Und wieso er so gecheatet werfen kann, ist mir auch neu. Man, that is total bullshit. Wow. That's great. So. 37, aber ich verstehe immer noch nicht, wie ich das jetzt beenden kann. Hey, he's on fire. Mit einem Bullseye oder nicht, dachte ich. No pressure, no mistakes. Stay calm. Hurry the fuck up. Komm schon. Shit, not bad, huh? Ich verstehe es nicht. Wie funktioniert der Scheiß denn? I'm a killer. Ich meine, ich habe verstanden, dass das im inneren Ring verdreifacht wird und im äußeren doppelt. So, und der rote zählt 25 und der schwarze in der Mitte zählt. Lol, mit einem Ding macht er einfach mal hier 140. Ey, das ist doch so gecheatet. Good luck, pal. You'll need it. I'm a fucking natural. So, jetzt müsste ich ja ein Bullseye machen, dann wäre ich genau auf 0. That's nasty. Oh shit, you're going bust. Es war kein Double Out. Oh, bust. Was ist denn Double Out? Versuchen wir mal ein Bullseye nochmal. No pressure. Bust. Experience. It wins out.
I don't understand the shit. Man, this Darth shit cool. Also ich vermute ja, ich muss genau auf Null kommen, ne? Wenn ich drüber bin, habe ich verloren. Aber irgendwie war da ja noch was mit äußerer Ring und Bullseye. Man, Darth's is hood, man. Now that's what I'm talking about. So, jetzt brauche ich noch 41. Nice. Theoretisch 2x20, 1x1. Aber ich wette, es klappt wieder nicht. So, 20. 40. You're busted. Ja. Und wieder verloren. Und ja. Oh Mann! Dieses Drecksspiel. Ich hätte mir gar nicht gedacht, dass ich mich über Darts so aufregen kann. Wieso funktioniert der Kack denn? Ich habe keine Ahnung, was ich falsch mache. Ich habe dieses Regelwerk einfach nicht verstanden. Und ich finde auch, dass es Blödsinn, dass der immer so perfekt wirft. What the fuck is wrong with me? Lol, wirklich, kein einziger war in der Mitte, die waren doch alle in der Mitte da. Oh, take a look at that. Wow, you're good at throwing things, aren't you? So, was muss ich denn jetzt machen? Ich brauche 6. Das heißt doppelte 3. Oder nicht? Ungefähr. Ja! Oh mein Gott! Einen von 6 Spielen habe ich gewonnen. We both know I like. Oh Gott, dieses Drecksspiel. Warum ist denn das so schwer? Aber 89%, ja. Win. You know, I better get back. Can you drop me off? Ja, kann ich machen. Jetzt war ich da auch hier wieder einen halben Tag Dart spielen, nur weil das so krass ist. So, ich fahre ihn noch kurz nach Hause und dann mache ich mal einen Cut. Na, mein lieber Michael. Du kleiner Dart-Cheater, du. Beziehungsweise nach Hause will er gar nicht, sondern er will hier einfach nur irgendwo rausgelassen werden. So, tschüss, Michael. Hab einen schönen Tag. Und danke fürs Abhängen mit mir. Hey, thanks for coming by, man. Yeah, we should do this again. Tschö, mit Ö. Schönen Tag dir. Was auch immer ihr hier machen will. Geht direkt wieder in den nächsten Club feiern. Wir waren ja nur 2 Tage unterwegs oder so. Oh, ich habe eine Mission. Bei P. Da. P wie Beverly, ne? Macht ja Sinn. Paparazzi. So, dann fahren wir dann beim nächsten Mal hin. Bis dahin, erstmal euch einen schönen Tag und alles Gute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Walle. Bye, bye.